Die Situation in Schneeberg ist extrem schwierig. Die Kleinstadt im Erzgebirge ist zu einem Brennpunkt geworden. Anhänger der linksautonomen und rechtsradikalen Szene geraten immer wieder aneinander. Es geht um die Flüchtlings- und Asylpolitik des Ortes, um neue Unterkünfte am Stadtrand. Erst am vergangenen Wochenende sind beide Seiten wieder für Proteste nach Schneeberg gekommen. Die Bewohner, die sind entsetzt, frustriert und bekommen sich auch noch in die Haare. Die älteren Leute haben hier Angst. Sie haben Angst vor den Menschen, die da oben jetzt einziehen. Es werden ja immer mehr. Ach komm. Ja, also da, was tun mir die 200 Leute da draußen? Ach, das bleibt doch nicht bei 200 100 Kinder Leute. Sind davon. Ach, wenn Kinder, Sie, sind nicht Sie allein. Natürlich bin ich Mutter. Na ja, und was würden Sie machen, wenn es Ihnen schlecht geht? Wenn Sie nichts zu essen haben für Ihr Kind? Denn Sie da nicht versuchen, wohin zu gehen, wo es Ihnen vielleicht Wasser geben würde? Das ist kein Schmarrn. Wie diese beiden Frauen streitet ganz Schneeberg seit Wochen über das neue Asylbewerberheim. Sie beobachten den Belagerungszustand. An diesem Sonnabend sind wieder tausende Demonstranten in die Kleinstadt im Erzgebirge gekommen. Auf dem Markt dirigiert die NPD den Protest gegen die Flüchtlinge. Auf der anderen Seite der Absperrung halten die Linksaktivisten der Antifa aggressiv dagegen. Die Demonstranten reisen von weit her. Treffpunkt für 400 Antifas ist am Mittag Leipzig. Die Busse und Autos kommen auch aus Berlin und Braunschweig. Mobilisiert für die Demo wurde im Internet. Am Tag selbst verständigen sich die Linken vor allem über Twitter. Politreise in die sächsische Provinz. Als sich der Zug am Stadtrand von Schneeberg formiert, zählt er etwa 1000 Linke. Einheimische sind kaum darunter. Wir sind aus Berlin hier angefahren mit drei Bussen. Aus Berlin sind sehr viele Leute hier. Schneeberg ist inzwischen schon so eine Art symbolischer Ort. Und deswegen ist es wichtig, hier frühzeitig zu intervenieren. Lautstarke Vermummte vor der eigenen Haustür. Für die Anwohner ist das großes Kino, über das man sich vor allem echauffieren kann. Wir brauchen die nicht und wir brauchen auch nicht die Rechten. Ja? Es geht hier um die Stadt Schneeberg. Bei den Asylgegnern geht es heute später los. Auch sie haben im Internet geworben. Auf seiner Facebook-Seite trommelt der örtliche NPD-Schatzmeister zum Lichtellauf. Grüppchenweise kommen Rechtsextreme auf den Marktplatz. Wenig später stehen hier 1200 Asylgegner nur wenige Meter vom Antifa-Block entfernt. Die Linken zünden Böller und werfen Farbbeutel, als die Rechten mit ihrer Kundgebung beginnen. Für viele Schneeberger scheint klar, weder Rechte noch Linke kommen von hier. Alles schlecht für unsere Stadt, alles. Nicht einer hier ist von Schneeberg, ja, nicht einer. Da hier rumläuft. Ich habe keinen Erkannt. Egal welche Demonstration, egal ob das rechts, links oder sonst was ist, jede Demonstration schädigt den Ruf von Schneeberg, jede, egal welche das ist. Wir wollen wissen, woher die Asylgegner sind. Antworten kriegen wir keine. Die Stimmung ist aggressiv. Andere Journalisten werden sogar angegriffen. Zwei Tage nach den Demonstrationen im Ratskeller von Schneeberg. Hier werten Kommunalpolitiker die Geschehnisse aus. Wir zeigen den Fraktionschefs von CDU, Freien Wählern und Linken unsere Aufnahmen vom Fackelmarsch der Asylgegner. Wir wollen wissen, wie viele Schneeberger diesmal unter den rechten Demonstranten waren. Wir haben ursprünglich mal vielleicht sogar von 50% ausgegangen. Ist bei der ersten Demo, muss ich sagen, würde ich das jetzt auf maximal 20 runter korrigieren. 20-30%, das haben einige kapiert, dass sie doch nicht hinter der NPD herlaufen können. Dass das einfach unmöglich ist. Heißt, nur eine Minderheit der Asylgegner kommt aus Schneeberg. Aber wer prägt den rechtsextremen Aufzug? Danilo Starosta vom Kulturbüro Sachsen analysiert seit Jahren die rechtsextreme Szene in Mitteldeutschland. Sein Fazit? Weniger Normalbürger, mehr junge Neonazis aus ganz Sachsen und Thüringen. Unser Experte entdeckt eine bekannte Szenegröße aus Thüringen, Michael F.,
Anführer einer gewaltbereiten Neonazi-Gruppe. Hier ist er zu sehen, da ist er, der eigentlich zur Aktionsgruppe Erfurt gehört und aber dort in der Aktionsgruppe Weimarer Land, also fast für alle Aufmärsche der letzten Zeit verantwortlich zeichnet. Auf der rechten Demo auch dabei Toni G. aus Zwickau, ein radikaler Neonazi. Nach Exaktrecherchen pflegte er beste Kontakte zum engsten Unterstützerkreis des NSU-Trios. Und Danilo Starosta sieht noch einen weiteren Trend bei diesem rechten Aufmarsch. Das tatsächlich Neue, also beim dritten Lichtellauf, ist, dass wir die Gruppierungen, die eher im Internet bisher sich als Nazis zeigen oder auch zu Aufrufen sich treffen, wie wir machen da gegen Asylmobil, wir werden die Asylbewerber bedrohen und ähnliche oder diskriminierende Ansagen machen, hier auch mutig genug sind, inzwischen sich zu zeigen. Also die treten aus ihrer virtuellen Welt heraus und sind jetzt tatsächlich Teilnehmer an diesem Umzug. Geschätzt 2000 auswärtige Demonstranten von rechts und links haben diesmal Schneeberg mit ihren Parolen in Beschlag genommen. Am Abend ziehen auch die rechten Protestierer ab. Schneeberg ist wieder mit sich allein. Im Internet feiern sich Asylgegner und Befürworter für ihren Ausflug ins Erzgebirge. Zufrieden mit dem Sonnabend sind auch die Stadträte. Sie hatten erstmals eine eigene Demo gegen rechts organisiert, einen dritten gemäßigten Block, auch wenn der Zulauf aus Schneeberg überschaubar blieb. Manche sind wirklich immer so voll hängen geblieben und kommen nicht raus. Ja, aber man muss natürlich sagen, das ist der vorgezogene Wahlkampf der NPD. Ja, doch, muss auch der Bürger ran. Der Bürger muss auch wirklich sagen, das ist meine Stadt. Ja, genau. Jetzt herrscht erst einmal Weihnachtsfrieden in Schneeberg. Im neuen Jahr will die NPD wieder marschieren.